Überraschung an den Finanzmärkten aus deutscher Sicht. Die Rheinische Post berichtet, dass die Bundesregierung einen Beschluss zu einer Finanzmarktsteuer im Auge habe und dass man darüber bereits rede. Reden wir darüber mit Dr. Christoph Boschan aus Sicht eines Börsenbetreibers. Er ist Geschäftsführer der baden-württembergischen Wertpapierbörse GmbH. Zunächst die Frage, wir standen ja öfter schon zu dem Thema, Herr Boschan, hier beisammen im Rahmen eines Interviews. Wie sind denn nun die aktuellen Entwicklungen aus Ihrer Sicht? Ja, in der Tat, die Diskussion hält an. Es gibt von diesem Vormittag verschiedenste Berichte, dass die Regierungskoalition an einem solchen Beschluss zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer arbeitet. Ja, der politisch artikulierte Willen dahinter ist ja immer der gleiche, nämlich die Beteiligung der Krisenverursacher an den Kosten der Krise. Und ja, es sind vielleicht zwei neuere Entwicklungen, die man herausstellen sollte. Das eine ist also die politische Verknüpfung der Frage der Einführung einer solchen Steuer mit der Zustimmung der Opposition zum Fiskalpakt, also dem festen Bekenntnis zu einer Sparpolitik. Naja, und das zweite wesentlich neuere ist, dass mittlerweile auch die Einführung einer solchen Steuer in einer Koalition der Willigen, also nicht notwendigerweise europaweit, nicht notwendigerweise im gesamten Euroraum tatsächlich in realistische Nähe rückt und dass also tatsächlich dann auch in einzelnen Mitgliedern der Eurozone eine solche Finanztransaktionssteuer möglich ist. Wie bewerten Sie einen solchen möglichen Schritt, muss man ja nun sagen, aus Sicht der Geschäftsführung der Börse Stuttgart? Ja, also zunächst ist es ja so, dass wir als Börse Stuttgart uns zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon nicht fundamental gegen eine solche Steuer ausgesprochen haben, sondern was wir regelmäßig angemahnt haben und was ich auch heute sicherlich wieder tun werde, ist eine verantwortungsvolle Gestaltung einer solchen Steuer. Und dann macht es sich Sinn, ja, sich dieses politische Postulat, also die Verantwortlichen der Krise für die Finanzierung der Krise heranzuziehen, nochmal ja, zu vergegenwärtigen. Und dann kommt man, glaube ich, zu zweierlei, nämlich ganz schnell dazu, dass es darum gehen muss, bei der Ausgestaltung einer solchen Steuer die Privatanleger auszunehmen. Sie haben die Krise nicht verursacht. Sie beteiligen sich nicht an Spekulationen, die es einzudämmen gilt. Sie bestreiten ihre Investitionen übrigens auch bereits aus versteuertem Arbeitseinkommen. Ja. Und sie tragen die Kapitalertragssteuer, sodass also eine zusätzliche Steuerbelastung da sicherlich nicht sinnvoll wäre. Naja, und das zweite ganz Wichtige ist, dass man sich noch einmal vergegenwärtigt, wo sind die krisenverursachenden Bereiche des Finanzmarktes? Und die liegen eben im außerbörslichen, unregulierten Handel. Ja, dort werden sie gehandelt, die krisenverursachenden Instrumente, übrigens auch nach wie vor gehandelt, so dass man also davon ausgehen muss und wir bis jetzt davon ausgehen, dass eine solche regulierende Steuer selbstverständlich vor allen Dingen den unregulierten außerbörslichen Handel trifft. Über welche Größenordnung reden wir denn jetzt? Egal, ob es jetzt eine Finanzmarktsteuer oder eine Finanztransaktionssteuer ist, wie auch immer. Ja, also nach wie vor in der Diskussion ist ja eine Steuerhöhe von 10 Basispunkten, also 0,1%. Und wissen Sie, diese 0,1%, das wird in der öffentlichen Diskussion ja regelmäßig als außerordentlich geringer Steuersatz dargestellt. Das ist ja mitnichten. Lassen Sie mich ein Beispiel machen. Hier an der Börse Stuttgart, wenn ein Handelsteilnehmer 25.000 Euro in einen Fonds investiert, den über uns, über diese Plattform, die wir anbieten, kauft, dann kostet das bei uns rund 12 Euro. Wenn darauf jetzt noch eine Steuerbelastung von 0,1% erfolgt, dann sind das weitere 25 Euro. Sie sehen also die Relation. Die eigentliche Dienstleistung bei uns wird vergütet mit 12 Euro. Hinzu tritt eine 200-prozentige Steuerbelastung von weiteren 25 Euro. Und das relativiert doch sehr diesen angeblich so marginalen Steuersatz. Kurze Schlussfrage noch. Was bedeutet es denn insgesamt für den europäischen Finanzmarkt, wenn eine solche Steuer, wie auch immer sie nun ausgestaltet sein mag, nun einigen Ländern eingeführt wird? Ja, also ich glaube, ganz wichtig bei der Ausgestaltung, bei der technischen Ausgestaltung einer solchen Steuer wird sein, dass man ganz, ganz großen Augenmerk darauf verwendet, dass es nicht zu einer wettbewerblichen Spaltung des gemeinsamen europäischen Wertpapiermarktes kommt. Sie müssen wissen, wir in Europa haben uns gemeinsam einmal auf Ausführungsgrundsätze für Wertpapierorder geeinigt. Wir alle sind gemeinsam der Auffassung, Order sollten stets an dem Platz ausgeführt werden, wo sie die beste Ausführung erreichen. Und beste Ausführung heißt natürlich die günstigste Ausführung. Und es ist ganz offensichtlich, was mit einer solchen Steuer droht, nämlich die wettbewerbliche Abkopplung derjenigen Staaten, die eine solche Steuer einführen. Denn die Wertpapierausführung wird dort regelmäßig um den Steuersatz teurer sein. Und da kommt es ganz entscheidend darauf an, dass man diesen Negativeffekt verhindert. Aber das ist dann den Spezialisten zu überlassen. Sagt Dr. Christoph Boschan zur aktuellen Diskussion um eine wie auch immer geartete Finanztransaktionssteuer, wie immer das Kind dann auch heißen mag. Herzlichen Dank für das Gespräch.